Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Agarest. Wir sind mitten im Kampf und jetzt beim Bosskampf. Außer natürlich, die sagen drei Kämpfe und ein Bosskampf, aber das weiß ich jetzt noch nicht. Wir können uns nicht heilen, was mich irgendwie stört. Ich könnte höchstens Leute austauschen, aber das bringt mir null. Weil es meine Stärksten sind und ich andere Leute nicht trainiert habe. Wann auch. Also geht's halt los. Überraschung, wie seltsam. Wow. Erstmal eine Frage. Wir verteidigen einen Ort. Also wir verteidigen. Wie werden wir überrascht? Wir stehen quasi an der Mauer. Bullorg 16, Goblin Mage 15, was zum Teufel. Resolve macht SP dazu. Oh. Intelligenz und Stärke. Was ist denn das? Wieso? Und Garvel. Klasse Monster. Stärke 45. Regeneriert SP und... Wenn er mehr als 150 SP hat, kriegt er mehr Magieverteidigung. Ich hätte den Steinring noch ausrüsten können. Es sind 2 für 6 Gegner. 2, 4, 6. Da oben ist der letzte. Tetora. Was mache ich mit dir? Spannend. So, Alice, wo gehst du jetzt hin? Okay. Ja, da drüben, der Boss gefällt mir gar nicht. Überhaupt nicht. Sie ist schneller als der Boss. Wie geil. Erstmal heilen. Wobei Calvin jetzt wahrscheinlich wirklich jetzt sowieso sterben wird. Kümmern wir 5896, das sind. Moment, das ist gar nicht so viel. Das sind zwei Bullorks quasi. Wobei die schon viel zu stark sind. Wieso setze ich mein Leben zurück? Und Quatsch, wieso setze ich mein Leben nicht zurück, aber meine SP schon? Bitte erklären Sie mir das. Ice Needle. Blast. Rapid Move. Wer kann noch? Du kannst noch. Mann, hat die viel AP. Das ist ein Faktor, mit dem ich mal rechnen sollte. So, wie viel Schaden macht's? Oh. Oh, das trifft aber viele. Das gefällt mir. Broken Hit. Oh, geil. Kill. So, jetzt trifft wahrscheinlich alle. Sonic Wave, okay. Es ist gut, wenn du auf Secret gehst, das ist okay. Gosh. Ich wollte heilen. Fuck. Okay, vergesst. Ich meine, ich könnte einen Angriff starten. Ich könnte es aber auch auf ihn machen. 11 und 8. Power Attack und Double Edge? Klingt doch nach einem Plan. Broken Hit. War ein dummer Plan. Wie viel hast du jetzt? 4? Okay, das bringt mir jetzt gar nichts. Du hast 9. Und du hast niemanden, der was mit dir machen kann? Also, Sonic Wave auf die Ding.
Und nicht Alice. Finger weg. Die. Oh. Lass schön die Finger weg, ja? Die ist unantastbar und so. Wieso? Kann der nichts machen? Mann! Das nervt mich jetzt wieder. Okay, nächste Runde. Kannst du. Ah, ja. Ja. Sind alle? Ja. Alle sind verbunden. Alle sind eine graue Masse. Nein. Moment. Sehr schön. Du bist so fucking schnell. Hat irgendjemand viel SP? Nicht genug. Okay. Da ich nicht glaube, dass der irgendwelche Elementarresistenzen hat, hau ich halt mal rein. Rapid Move und Blast. Habe ich noch irgendwo einen Trick Hit rumliegen? Oh ja, hier. Ja. Trick Hit und Steel. Double Edge. Power Attack. Ansonsten. Power Attack und Double Edge. Ein bisschen Diversität reinbringen. Das war's dann schon. Okay, schauen wir mal, wie viel Schaden es macht. Double Needle macht wenig. Rapid Stream trifft mal wegen alle, das ist sehr schön. Er ist jetzt ungefähr bei der Hälfte. Ich krieg den einfach nicht in den Break. Und er ist beim Viertel. Oha, Paralysis Guard, sehr geil. Gefällt mir. Macht das Sinn, jetzt einen Angriff zu starten? Ich meine, ich kann es ja mal versuchen, wie viel Schaden Wind macht, obwohl ich nicht glaube, dass es viel macht. Okay, ich behielt recht. Ach komm schon, lass mir in Ruhe. Ah, schade. Und wenn ich schade sage, meine ich eigentlich scheiße. Du hast 20, Resurrect. Kostet 16. Heil ihn erstmal, das ist jetzt wichtiger. Sieghard sollte nicht sterben, das wäre das aus für mich. Zu wenig AP. Schade. Power Crusher! Ja, ich habe jetzt zwei Leute, die tot sind. Verdammte Axt. Macht das irgendwie Schaden? Mach Schaden. Ja! Kill! Alles ist besser gelaufen, als ich es erwartet habe. Drei Leute tot. Okay, das ist mir noch nie passiert. Wenn jetzt Alice stirbt, oh, dann raste ich aus. Dein Glück, Alice. Du hast zu wenig. Lass mich verarschen. Ups. Wo ist Alice? Alice ist da. Okay, Alice kann ich vergessen.
Seekart. Ah ja, das ist gut. Wobei. Das gefällt mir überhaupt nicht. Es gefällt mir überhaupt nicht, weil den einen Kristall habe ich nicht in meiner Reichweite. Also mit den einen Kristall mag ich, meine ich einen von meinem Team. Sieht scheiße für mich aus, muss ich sagen. Nein! Ja, benutze alle Fähigkeiten auf sie. Ist das okay? Okay, wo fange ich an? Ich muss so viele Leute wiederbeleben. Das geht mir auf den Keks. Es geht mir so auf den Keks. Stirb einfach, stirb. Er ist tot. Sanbato, aber Sanbato habe ich schon. Und ein Elf Soul. Und Magical Herb. Jetzt hast du natürlich nicht genug, aber du kannst wiederbeleben. Ach so, komm. Ich möchte diesen Counter nicht runtergehen lassen. Du hast noch 6 AP. Ich lass 23. Ah ja. Fragment of Life. Du hast... Oh, dir fehlt ein AP. Am Arsch. Bewegungsphase. Jetzt müsst ihr euch wenn zurückziehen, fürchte ich. Oder all out. No risk, no fun. Alle bis auf Seekart? Alle einschließlich Seekart. Okay, wer beginnt? Bitte nicht der scheiß Ogre. Ork. Ah, Tesora, ein Glück. Den Goblin erreiche ich gar nicht. Scheiße. Egal, das schaffst du schon. Round Ripper. Dein Glück, dein scheiß Glück. Okay, wo fange ich an? Hier? Nee. Hier. Ja. Gut, heilen. Nur für den Fall, dass der Goblin jetzt noch angreift. Was ich nicht glaube. Ich glaube, der war viel weiter hinten. Ja. Okay, das reicht nicht mehr. All out. Kometeneinschlag. Ja, ja, kenn ich. Jetzt schon fast Overkill. Ist egal. Demonic Bondage und dann auch Air Raid. Ja. Oh, und Round Ripper, genau. Hab ich eins vergessen. Ah, ist das ein gutes Gefühl. Silbererz, magisches Kraut und ein Fragment des Lebens. 12.080 XP. Rang C ist scheißegal. Und es regnet Level-Ups. Was hab ich gesagt? Stärke, ne? Und Resolve, das heißt, SP regeneriert sich oder so ähnlich. Wieso hat die so viel Int? Du bist doch gar nicht auf Int gebaut. Schwachsinn. Genau, ich mach so, dass er wenig Stärke hat, wenn er zu wenig Schaden macht bisher. Calvina. Fast 50. Ah.
Es ist in Ordnung. 10 Agilität, das ist ja nicht ganz so lahm. Oh, 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 Story!敵が撤退を始めました。無事守れたか。しかし、あのまものは一体。まあ、とりあえず今は勝利を祝おうぜ。ああ、ユージェンは追撃隊を編成。リンダは支援に回れ。了解しました。怪我人の救助を優先。負傷者を収容しろ。アリスさん、負傷兵の治療をお願いできますか。 任せて。あの、回復魔法なら私も。人手は多い方がいいわ。来て。はい。これで安心して次に行けますね。ありがとうと言わせてもらうよ。僕の故郷も爺様もみんなのおかげで助かった。 困った時はお互い様、いいってことよ。それをか、案内任せたぜ。もちろん。タイのみんなとはまたしばらく会えなくなるな。いえ、私たち特別任務を仰せつかりまして、これより隊長について行くことになりました。え、ユージェン副隊長もお分かりかと存じますが、やはり隊長が士気を取られると 隊員たちの士気が上がるんです。私ではアーも上手くは動かせません。それをご覧になったバシタール様が一緒に行けと。エレアザル様も隊長に早く前線に復帰してもらいたいと考えですし、我々も前から考えていたことなのですが、皆隊長のお手伝いをしたかったんです。今回の特別任務はそんな我々の全ての利害が一致した。 それはありがたいが、どうしてそうまでしてくれるんだ。いや、だからその、それはもちろん、隊長？俺？そうです。隊長の他にユージェンの気功を止められる人間なんて私たち以外いないじゃないですか。 はい。ユージェンの見境ない行動に迷惑被ったんじゃないですか。ああ、まあな。ご安心ください隊長。これより先ユージェンは私たちが受け持ちますから。その分隊長は任務に集中していただくことができます。まあ要するにみんなお前を慕ってるってことだよ。 そうか、君たちがいないとね。うん、頼んだよ、リンダ。あ、ありがとうございます。リンダ、一緒に行くの？これからリンダと一緒。そうよ、またいろんなこと教えてあげるからね。わーい、リンダ教える。 今のがおしの恒例ですわ。ルーティエちゃんはあれが足りません。少しあのおひいさんを見習ってみてはいかがです。はい、勉強になります。 Verdammt noch eins, wir haben es geschafft. 3 Kämpfe? Es hätten auch mehr sein können. Ich bin froh, dass es nicht mehr waren. Und wir haben es endlich geschafft. Das war Bethesda Fortress. Wir hatten hier eine Ebene Plane wieder. Huhu. Ich hab's vergessen, wie es heißt, aber dieses Kampiertag quasi. Wo ich meine Beziehungen zu den Charakteren aufbauen kann. Ansonsten geht's weiter. Ba-ba-ba. Great Clark Forest, aber nicht dieses Mal. Wir sind schon wieder ziemlich weit. Aber ich möchte nochmal ganz kurz nach Bethesda Fortress. Okay, ich möchte nicht ganz kurz nach Bethesda Fortress.
Tut mir leid, dass ich es gesagt habe. oh ja. Ich habe einen Ring bekommen. Hier ist er. Stormring. Und noch ein Sanvato. Wenn ich das irgendjemandem geben wollen würde. Wo ist er denn? Brauchst du Sanvato? Nein? Dann nicht. Okay. Wir haben den Kampf geschafft, wir haben das Event geschafft. Wir haben Dingsbums verteidigt. Ich habe den Namen vergessen. Ah, es sind immer so blöde Namen hier. Wir haben es auf jeden Fall geschafft, wir haben es verteidigt. Und wir können mit unserem Hauptquest weiterfangen, machen und wir können die Beziehungen verbessern. Ich hoffe, die heutige Episode hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns zur nächsten Folge von Let's Play Agarest. Bis dahin, danke fürs Zusehen und ciao, ciao.